Ja, was in keinem Privathaushalt fehlen darf, ist ja ein Weihnachtsbaum. Es sind nur noch 8 Tage bis Heiligabend, die Zeit rennt so langsam. Bei einigen steht der Baum schon geschmückt im Wohnzimmer, andere machen das erst kurz vor der Bescherung. Aber welcher Baum ist eigentlich der richtige fürs Fest? Jens Schnieders hat sich mal schlau gemacht in Sachen Christbaum. Es geht Weihnachten eben nicht ohne ihn. Vor ihm wird gesungen oder werden Gedichte aufgesagt und, viel wichtiger, unter ihn werden die Geschenke gelegt. Der Tannenbaum gehört zum Weihnachtsfest einfach dazu. Auch für Maite Barenburg und Dieter Küsel, die schon genaue Vorstellungen von ihrem persönlichen Weihnachtsbaum haben. Ich glaube, ich gucke da ganz frauentypisch irgendwie erstmal nach dem guten Aussehen. Dass der gut aussieht, dass sich die Kugeln gut ranhängen lassen, dass man sich vorstellen kann, wie der im Wohnzimmer aussieht. Doch welcher Baum passt am besten ins Wohnzimmer und zum Geldbeutel und nadelt dabei möglichst wenig? Wir fragen die Experten. In Uwe Blocks Familie werden seit 45 Jahren Weihnachtsbäume verkauft. Das ist die Nordmann-Tanne, der Klassiker heutzutage, wird zu 98% verkauft. Ist sehr nadelfest, angenehm auch in der Nadel, beim Schmücken schon, piekt nicht. Preislich liegt dieser Baum, der Klassiker, bei 19 Euro den Meter. Und auch im Wohnzimmer sollte man auf jeden Fall einen Ständer haben, der auch noch einen Wasserbehälter hat, dass es einfach die Haltbarkeit verlängert. Zudem sind die Äste der Nordmann-Tanne schön stabil, ideal zum Schmücken. Dafür ist sie aber auch einer der teureren Weihnachtsbäume. Als Alternative zur Nordmann-Tanne gibt es auch noch die Blaufichte. Wird als Blautanne verkauft, aber Fichten sind auch auf jeden Fall die Blaufichte sehr nadelstabil. Piekt ein bisschen mehr, wird aber auch gerne genommen, weil sie einfach gut riechen. Das ist bei der Nordmann-Tanne leider nicht mehr so. Preislich liegt so ein Baum beim Meter bei 14 Euro. Diesen haben wir jetzt sogar mit Topf ausgegraben. Ist immer bei Blautannen wird das gerne genommen, da sie dann auch oft noch wieder in den Garten eingepflanzt werden. Blaufichte und Nordmann-Tanne sind die Evergreens in deutschen Wohnzimmern. Doch gibt es auch Exoten. Bernhard Strehl verkauft im Bremer Szeneviertel Ostertor Weihnachtsbäume. Seine Kunden schätzen ungewöhnliche Arten. Das ist der neueste Schrei aus Amerika, die Fräsertanne. Das ist eine Kreuzung zwischen Koreatanne und Nordmann-Tanne. Und da kann man so schön was dranhängen. Die hängen ja immer so eine großen Sachen ran, die Amerikaner. Ja? Und das hat jetzt bei uns auch ein bisschen übergeschwappt. Die ist so schön nicht so breit, piekt nicht. Zudem ist sie schwer entzündlich, was Kerzenfreunde begeistern dürfte. Allerdings ist sie hierzulande nur sehr selten anzufinden und ist deshalb noch teurer als die Nordmann-Tanne. Das ist die Nobilis. Die Nobilis-Zweige, die sind ja besonders pflegeleicht. Die ist so ein bisschen Blauton. Liebt nicht jeder. Manche wollen ja lieber grün, ein bisschen grüner haben. Die staubt höchstens ein bisschen ein und die nadelt fast überhaupt nicht. Da ist fast überhaupt, streut überhaupt nicht. Ja? Und verändert sich auch nicht. Ne? Und das ist immer für die Individualisten. Die Nobilis-Tanne verströmt zudem einen tollen Duft. Nicht nur deswegen wird sie immer mehr angefragt. Preislich ist sie etwa so teuer wie eine Nordmann-Tanne. Maite Barenburg und Dieter Küsel haben sich inzwischen im Fichtendickicht nicht beirren lassen und sich für den Klassiker, die Nordmann-Tanne, entschieden. Der ist sicherlich nicht ganz so günstig, aber wir hoffen mal, dass er seine Nadeln bis ins neue Jahr halten kann und uns und unserer Tochter viel Freude bereitet. Zum Schluss noch ein Tipp. Den Weihnachtsbaum niemals direkt aus der Kälte ins Wohnzimmer stellen, sondern erstmal in Garage oder Wintergarten zwischenlagern. Dann grünt das gute Stück auch ganz sicher bis ins neue Jahr.